Moin, wir sind Geeks Live Lützebusch, wir sind Heimat Lost in Pain. Ich denke, eine CD du baust, was kannst du darüber erzählen? Sie sind 10 neue Stecker, muss ich in sie lauschen, kaufe ich CD am besten, ich kriege sie auf Konzert von uns mittlerweile noch geschafft. Ziemlich an der Groove Metal, an Thrash Metal, viel alle Elemente von Metal, mir auch so neue Elemente. Das ist eben eine Mischung, die da geht eben Lost in Pain. Ich weiß nicht, weil noch ein Jahr ist das so. Seit wann existiert der? Danke, dass seit Dezember 2008, dass ich mir so bei 7 Jahren angekommen bin. Und wir hoffen, dass wir noch ein paar Nullen hier können. 70 Ja, wir wollten mindestens 70 erreichen, mindestens. Mit 700 wäre schon ganz groß, also mal aufwärmen. Das ist nur eine R2-CD, wo du bist. Von den Konzerten des Tours, hat heute noch am Pin-Up die letzten? Oder wo danach ein Konzert bekannt? Ja, das ist ziemlich die letzten für das Tour. Ich mache nur eine Pause, schreibe noch neue Sachen. Und gucken, dass wir nächstes Jahr mehr spielen, mit dem Tabsachstück mehr am Ausland. Für du, ja. Okay. So. Für Monika aus so einem kleinen Ländchen rauszukommen und die andere Seite von Lützebüsch zu sehen. Für die Leute auch richtig motiviert sind. Für die Ländchen rauszukommen, ja, für die andere Seite von Lützebüsch zu sehen. Ja. Also das ist auch von die, das Zweite. Ja. Ja. Erzähl aus den Geschichten. Ja, aber zum Schluss. Mein Lieber, okay. Aber ja, nächstes Jahr haben wir schon geplant. 10 Jahre ist mal River, wie den Dario so. Das heißt, da geht mal ein bisschen rum, sich angespart und geguckt, dass man ist so richtig durch. Das ist immer etwas Neues geschieht, genau. Ich hoffe, wir schließen schon aus dem Stil, Dach für Dach und probieren, Album für Album dann auch etwas Neues zu weisen und eine konkrete Richtung zu weisen. Für eine Challenge als Musiker immer besser zu gehen. Das ist auch, das bringt uns eben den Ehrgeiz mit, vielleicht auch an, auch für die Band, das ist immer gut. Das ist, da meint er nochmal ansperren, dass man zu feiern soll. Ich setze mit unseren Instrumenten einfach Sachen zusammen jammen, dann drüber diskutieren, wie so arrangieren, das geht nur dann den dritten Album in der Zukunft. Voilà. Wir sind immer ständig am Gang mit Spielen und zu komponieren und spielen und komponieren. Das hört man gerne mal. Ihr habt ein Musikvideo veröffentlicht. Wie habt ihr das gedreht? Also mit wem habt ihr zusammen geschafft, für das zu machen? Wir hatten den Sam Flammang, den uns tatkräftig unterstützt hat, doch was ein bisschen das Konzept vom Video angeht. Und wir haben uns am Ende hier getroffen. Wir haben zusammen gesagt, so Ideen zusammen gesehen, was doch bei Lied man auch will, was doch gar nicht so einfach ist, weil Lied will man als erstes Musikvideo eben rausbringen. Und ich meine, dass man da ein immens gutes Hilf mit Sam hat, den als wirklich tatkräftig da eben auch unterstützt, doch gesagt hat, was das machbar, was können wir realisieren. Und auch, was eben auch den am Ende auch ein bisschen an das Budget passt, weil auch das, der wir nicht vergessen, weil stellen sich immer ultra geil Szenen für heute nach Feuer, da eine Explosion, aber muss ich noch einmal an das Budget da gucken, was dann den am Ende auch dran ist. Und wir hatten noch ganz viel Hilfe von Bausen, also wir haben Kollegen von uns gefragt, die auch den am Ende mitgewirkt haben am Film, die auch geholfen haben, Sachen abzureiten. Wir hatten Donna, was auch Catering vorbereitet hat. Also ich meine, da können mehr hunderte von Leuten merci so unter den Musikvideo da so gehen aus, weil da wirklich viele Leute da hinstehen, die auch ihr Herzblut da gestochen haben. Okay. Was hast du da für nächstes Jahr geplant? Geht das nur ein großes Tournee, wo du machst, oder ein großes Konzert, wo du spielst? Los, ich überrasche. Ja. Okay. Surprise! Wir sind immer gerne da zu komponieren und zu spielen. Das ist schon. Wie gesagt, ein Album ist ziemlich rezent noch, das EO-Album. Es geht nur mal drum, nach dem Album selber, The Play Ging, so viel wie möglich zu promoten und auch ein bisschen mehr an das und spielen gehen. Und nur tourmäßig oder so müssen wir mal gucken, was möglich ist. Ich meine, wir sind viele Leute, wir noch nicht mehr da. Wir machen nicht mehr Musik, leider Gottes. Das ist ein bisschen von Jobs leben halt. Nur wenn es nicht immer einfach sich zu arrangieren zu können und für alle auch nicht zu organisieren, das ganz mehr, das
voilà. Geht hauptsächlich darum, es nach diesem Album zu promoten und dann, wie gesagt, die anderen Sachen, die können alles mit der Zeit noch, wie, voilà. Wie immer auch warnt. Ja. Sind ja viel muss, merci. Merci. Ja.